Willkommen zu der Paderborner Serie. Beziehungsweise, ja, Serie. Sind ja ordentliche Paderborner Biere heute angekommen, die ich ja testen wollte. Es sind nicht wirklich neue Test-Hobbits, bis auf das Paderborner Radler. Das ist, glaube ich, neu. Von den Paderborner Bieren habe ich aber noch kein Video gemacht, beziehungsweise Videos sind ja mehrere Paderborner zur Auswahl. Und wir haben heute jetzt das Paderborner Pilger Naturtrüb im Test. Wir schauen uns mal die Rückseite an. Aha, ich sehe schon. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz und Hopfenextrakt und Hefe leider drin. 5,0%, also 5%, kommt natürlich aus Paderborn. Den Rest erspare ich euch. Nur schlichte Flasche. Mit so einer, wahrscheinlich mit Paderborn-Kirsche drauf oder so. Aus der Domstadt. Aha. Domstadt. An der Pader. An der Pader. Ja, also das scheint eine Kirche zu sein. Mit so einem Typ drauf. Keine Ahnung. Das war jetzt 20 Minuten im Thema. Wir schauen uns mal jetzt die Verdunstung an. Jo. Ordentliche Verdunstung. Hier steht das blendet ein bisschen. Ja, das blendet sehr. Das blendet sehr. Pilger Landbier. Ein Pilger Landbier. Ja, so kann man das sehen. Pilger Landbier. Mit Hefe. Na, ich bin mal gespannt. Naturtrüb soll es sein. Wir riechen erstmal an der Flasche. Wasser, Gerstenmalz und Hopfenextrakt. Also wie ich schon festgestellt habe, in Paderborn gibt es keinen Hopfen. Da gibt es nur Hefeextrakt. All die ganzen Hobel hier sind alle mit Hopfenextrakt gemacht. Ja, Hopfenextrakt kommt raus. So, nützt nichts. Wir müssen ins Glas geben. Ja, das sieht schon sehr dunkel aus. Wie ein Landbier. Oh, bisschen viel eingegossen, aber der Schaum sieht schon mal sehr fein aus. Feinporiger Schaum. Perligkeit, ja, kann man sehen, ordentlich vorhanden. Aber es ist ein fester Schaum. Ja, naturtrüb bis braun bzw. ja, Bernsteinfarben. Braun würde ich sagen. Wir riechen noch mal im Glas. Tja, aus dem Glas riecht es nicht so krass nach Hopfenextrakt. Egal. Wir probieren das Ganze jetzt mal, hoffentlich ohne zu kotzen. Gerstenmalz kommt da deutlich raus. Hopfenextrakt auch. Hefe eher weniger. Das sieht wahrscheinlich durch die Hefe so dunkel aus. Leicht süßlicher Charakter. Perligkeit überhaupt nicht im Mund vorhanden. Tja. Das soll also
eins der besten aus Paderborn sein. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, es schmeckt irgendwie komisch. Wenn man jetzt beim dritten oder vierten Schluck nicht vermuten würde, dass da Hopfen drin ist, sondern nur Hopfenextrakt, würde ich sagen, da ist Hopfen drin. Aber das ist leider hier nicht der Fall. Es schmeckt leicht Hopfenextraktmäßig, beziehungsweise hopfig. Beim fünften Schluck. Ja. Tja, Pilger. Paderborner Pilger. Naturtrüb. Also, ich weiß nicht wirklich, was ich dazu sagen soll. Man kann es trinken, man muss es aber nicht.